Phil Mickelson ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht nur durch sein tolles Spiel bekannt geworden, sondern auch durch seine berühmte Hinge-and-Hold-Chip-Methode. Heute schaue ich mir mit meinem Handgelenksensor genau an, was da eigentlich wirklich passiert. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und das hier ist der sechste und letzte Teil einer sechsteiligen Serie zum Thema Handgelenkseinsatz beim Golf. Wenn du mit dem ersten Teil beginnen möchtest, dann habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu der Playlist hinzugefügt, beziehungsweise sollte hier oben irgendwo eine Infokarte jetzt aufscheinen, wo du auch zum ersten Teil kommst. Es würde mich sehr freuen, wenn du im Anschluss zu diesem Video auch die anderen Videos ansiehst. So, ich möchte dir ganz kurz den Star dieser Serie vorstellen. Das ist ein Handgelenksensor von der Firma HackMotion, den ich mir vor kurzem besorgt habe und jetzt seit ein paar Wochen damit ja wirklich erfolgreich unterrichte. Und mit diesem Gerät werden wir jetzt dann die ganzen Messungen durchführen. Damit du nachher die Analyse verstehst, die ich mache, müssen wir ja leider einen ganz kurzen Crashkurs machen in die Anatomie des Handgelenks. Im ersten Teil dieser Videoserie habe ich das ja alles ein bisschen genauer erklärt. Hier oben findest du übrigens eine Infokarte, wo du dir den ersten Teil noch mal anschauen kannst, beziehungsweise habe ich hier unten in der Beschreibung auch einen Link hinzugefügt. Aber damit du jetzt nicht gleich aussteigen musst, können wir auch jetzt das ganz kurz so durchgehen. Und zwar, wenn wir von der Anatomie des Handgelenks ausgehen, gehen wir zuerst von einem flachen Handrücken aus. Wenn das Handgelenk so nach hinten gebeugt ist, nennt man das eine Dorsalbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung gebeugt ist, ist es eine Palmarbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung winkelt, ist das ein radiales Winkeln. Und wenn es in diese Richtung hinuntergeht, ist es ein ulnares Winkeln. Also wir haben Palmar, Dorsal, wir haben radiales Winkeln und ulnares Winkeln. So, kommen wir zum Hinge and Hold. Das ist eigentlich das, was mich am allermeisten interessiert bei dieser ganzen Serie, die ich hier produziere, was der Herr Phil Mickelson da eigentlich macht. Also ich behaupte, ich habe das eh nicht gemacht, wer. Adressposition oben 16 Grad, Dorsalbeugung, ein wenig verloren sogar Richtung Aufschwung, also nicht dazu, sondern ein bisschen verloren. Und im Impact hatte ich dann 1 Grad. Das heißt, ich bin dann wirklich stetig immer mehr Richtung einer Palmarbeugung gegangen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz im Graphen noch einmal an. Wie gesagt, es ist genau das, was es ist. Man sieht, dass ich eben mit einer dorsalen Beugung anfange, dass ich ein bisschen was verliere und ich sogar dann noch ein bisschen mehr verliere und hinten raus bleibt das dann flach. Ich persönlich habe mir sehr schwer getan, diesen Schlag zu machen, aber vielleicht für die Golfer, die Probleme haben mit dem Handgelenk, dass sie zu früh hinaufschaufeln, ist das vielleicht eine ganz tolle Methode. Schauen wir uns ganz kurz noch die Radial-Ulnar-Seite an. Ja, da sieht man, dass ich auch eben stark hinaufwinkel, dass ich dann ja nicht ganz alles verliere wieder. Und hinten raus wieder bleibe ich lange ulnar. So, eine Wiederholung ganz kurz zum Hinge and Hold von Phil Mickelson. Was habe ich gemacht? Es war so, dass ich diesen Winkel nicht gehalten habe. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe von dem dorsalen Winkel, den ich am Start hatte, im Treffmoment alles verloren und bin sogar im Treffmoment sogar mehr Richtung Palmar gegangen und auch nach dem Treffmoment bin ich Palmar geblieben. Das war das, was geblieben ist. Die Sache mit dem Winkel halten, das hat nicht funktioniert, macht auch irgendwie keinen Sinn, weil wenn ich den Winkel nicht hier auflösen darf, wie würde dann der Schläger zum Boden kommen? Meine Lieblingsmethode, wie gesagt, ist das nicht zu chippen, aber ich kann mir gut
vorstellen, dass Leute, die Probleme haben mit einem zu frühen Release hier, dass das eine ganz tolle Methode ist, um ja, ein gutes, gesundes Mittelmaß zu bekommen. Ja, zur Frage des Tages. Mich würde interessieren, hast du schon jemals die Hinge and Hold Methode von Phil Mickelson ausprobiert? Beziehungsweise kanntest du die überhaupt? Bitte kommentiere hier unten und lass mich auch wissen, wie es dir dabei geht. So, das war fürs erste Mal das letzte Video der sechsteiligen Serie der Handgelenkseinsatz beim Golf. Vielleicht möchtest du noch einmal diese ganzen Videos ansehen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht als Golfer, was die Handgelenke im Golf machen. Und ich glaube, diese Serie mit diesen sechs Videos kann dir dabei sehr helfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das nicht ohnehin schon gemacht hast. Also, wir sehen uns hoffentlich bald bei einem weiteren Video. Tschüss!